Ich raste aus. Ich hab so viel Bock auf das Spiel, ey. Ich würde sagen, ich gehe heute mal an Cupcake vor diesem coolen Puzzle Quiz 2 Spiel. Vor diesem coolen Puzzle Quiz 2 Part. Bis gleich, ihr Lieben. Dankeschön. Schau, jeder seid vorbei, wenn du etwas Süßes haben möchtest. Du bist außerdem auch sehr süß. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Oh mein Gott. Oh, die Kamera ist ja falsch herum. Oh, das muss sich ja ändern. Die Kamera darf nicht so falsch herum sein. Die darf nicht so falsch herum sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit diesem neuen verrückten Part von Let's Play. Puzzle Quiz 2. Ich weiß, ich habe ein bisschen gerade übertrieben am Anfang des Parts, aber ich habe einfach nur Bock auf diesen guten, coolen Start von Puzzle Quiz 2. Und ja, wenn man übertreibt, wenn man halt übertreibt bei Puzzle Quiz 2 oder wenn man halt übertreibt am Anfang des Parts, dann wird ja auch der Part spannend. Genau so ist es doch. Und deswegen fangen wir auch einfach jetzt lustig an hier. Ich freue mich super drauf auf eine neue Runde. Ich habe mich mal wieder vertippt. Ich will ja eigentlich diesen coolen hier haben. Diesen Mary Puzzle will ich ja gerne haben. Genau. Und wir machen heute spannend weiter mit einem spannenden Schnellkampf. Und danach, nach diesem Schnellkampf, werden wir auf jeden Fall ganz kurz noch im Story-Modus weitermachen. Aber jetzt kämpfen wir erstmal eine schöne Runde hier. Ich würde sagen, wir kämpfen einfach jetzt mal eine Runde mit den Schamane. Der Schamane, genau. Der Schamane ist hier unten. Aber unten bin ich. Spaß. Und da sieht man mein cooles Hemd. Mein ganz gestrafftes Hemd. Und beim letzten Mal haben wir auch richtig coole Äxte bekommen. Wir haben beim letzten Mal nämlich eine richtig coole Axt bekommen. Nämlich diese uralt Großaxt. Die ist echt gut. Man braucht halt 17 Aktionspunkte hier. Und ja, dann hat man halt 22 Schaden gemacht. Von ihnen. Wir machen dann zumindest von ihnen aus halt 22 Schaden, genau. Und dann macht er halt 22 Schaden. Dann hat er halt 22 Schaden weniger. Ist ja auch ganz gut eigentlich. Genau, so ist auch gut. So. Ich würde sagen, so halten wir heute auch den Draht jetzt weiterhin. Dass er diese Halterung auch sieht und dass er auch die Lebensanzeige sieht. Das ist ja auch ganz wichtig. Weil sonst wisst ihr auch nicht, wie viel ich Leben habe und dann wisst ihr auch nicht, wie viel der Schamane, wie viel Leben er hat. Genau, Leute. Man muss immer wissen, ihr Lieben, wann ich sterbe und wann er stirbt. Ich weiß, ich habe nicht bei jedem verdammt nochmal einen coolen positiven Zwei-Part euch gezeigt, wie viel Leben ich habe und wie viel er Leben hat. Das ist ein ganz schöner großer Fehler gewesen, weil ich finde es wirklich super wichtig. Ich finde es wirklich super wichtig, dass man wirklich das Leben sieht vom Spieler. Ich weiß, ich hätte ein bisschen früher nachdenken können, ob ich das mal mache, aber nein. Ich gebe mir jetzt wirklich meinen Fehler zu. Ich gebe meine Zula. Ich gebe mal richtig Zula. Meine ganzen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ihr Lieben. Das nennt man, glaube ich, Zula oder. Nee, genau. Genau. Jetzt weiß ich ja, wie es heißt. Ich habe also richtig Zulassenheit einfach nur gelassen. Das war einfach nur schlecht von mir. Jetzt habe ich eine Zugelassenheit. Genau. Zugelassenheit. Und wenn ich halt nach diesem Part noch mehr Fails mache und wenn ich halt noch mehr Sachen mache mit zum Beispiel, ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, um euch die KP zu zeigen, dann ist leider auch so, aber ich versuche wirklich immer und meistens, wenn ich es immer möchte und wenn ich auch immer kann, versuche ich euch auch jedes Mal oben die KP anzuzeigen. Das ist ganz wichtig, okay. Ist aber auch scheißegal, jetzt haben wir auch drüber gesprochen. Wir müssen nicht mehr drüber sprechen. Und wir kämpfen einfach jetzt eine schöne Runde hier. Das reicht auch eigentlich erst. Genau, also eigentlich reicht das ja auch eigentlich erst, genau. So. Ja, wir können uns auf jeden Fall gut rechnen. Rechnen. Er hat jetzt noch 77 Schaden. Er hat jetzt noch 146 Schaden. Naja, ich weiß. Ich übertreibe ein bisschen mit Angreif und mit Verteidigung und auch ein bisschen mit Lebensanzeigung. Ich sollte eigentlich lieber blau machen und lieber leer machen, aber ich mache es leider nicht so gerne.
Weil ich finde, so ein guter Barbar braucht am meisten Leben, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die manchmal wirklich so schwachen Lebenspunkte haben. Ja, weil ich will ja auch mehr Leben haben. Deswegen muss ich immer grün und immer grün nehmen, wenn ich mehr Lebenspunkte haben möchte. Ich muss pro Level jedes Mal grün aufsteigen. Grün steigern lassen, genau. Grün steigern lassen, heißt das doch, genau. So ist es doch, genau. Ist auch egal, ihr Lieben. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schildspalter, weil es auch echt ganz schön interessant ist, auf jeden Fall. Alles klar. Rot haben wir auf jeden Fall gut gemacht und jetzt nochmal gelb. Gut, cool. Alter, war da. Der macht mir echt gut Schaden, der Clown. Auch wenn ich doppelt fast so viel Leben habe. Ne, ich habe ein Drittel mehr wie er hat. Schaden. Im Leben ungefähr. Ich habe ein bisschen mehr Leben als er. Also ein Drittel habe ich mehr auf jeden Fall. Und ein Drittel mehr Schaden habe ich auch noch mehr als er. Oder? Würde ich sagen, doch, fast so ist es auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall Lila gerade nochmal gezogen und dann nochmal dieses Aktionsdingsbums hier. Ja. Wie ich merke, lernen wir dazu und ja, mach auf. Jeden Fall auch echt gut Schaden hier. Schaden, okay, sehr cool, oder? Blockt er? Ne, er blockt nicht, okay. Dann ist ja gut, ihr Lieben, dann ist ja gut. Ja, sowas auf jeden Fall auch viel Spaß hier. Es ist echt so ein cooler Partner. Also bis jetzt ist es echt ein richtig krasser Part, der mir echt gut gefällt. So, sehr schön. Und fast haben wir es geschafft, aber egal. Ich würde sagen, wir machen mal Stammzeichen. Stammzeichen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Für gerade. Oh Gott. Alles klar. Und ich würde sagen, 22 Schaden bitte mal. Dankeschön. 22 Schaden hat der Schamane bekommen. Hat der Schamane bekommen. Sehr cool. Und wir kriegen noch drei Totköpfe dazu. Cool. Dann machen wir auch noch mehr Schaden, ne? Genau, wir machen noch mehr Schaden mit Totköpfen. Mit Totenköpfen, alter Verwalter. Wie sexy ist das denn, ihr Lieben? Ja, also wirklich. 12 Schaden gleich, nee, 11 Schaden. Egal, aber jetzt machen wir ihn down, weil er auch sowas an Verrecken gerade gebannt ist. Er ist sowas von ans Verrecken gekommen. Ach, ist das schön heute. Ja. Ist echt ein ganz schön cooler Kampf gerade und auch ein ganz cooler Part bis jetzt. Ich habe echt gute Laune, ihr Lieben. Also macht wirklich Spaß, so wie es gerade ist. So. Wie gesagt, jetzt noch ganz kurz, wie gesagt, auch vorher gesagt, 2-3 Minuten jetzt noch Puzzle 2 im Story-Mode spielen. Wir haben nämlich gerade erstmal ganz cool Schnellkampf gemacht und jetzt spielen wir hier eine neue Runde ja, erkunden oder wir werden versuchen halt weiterzukommen. Genau, wir werden halt versuchen gerade weiterzukommen. Wie man sieht, die Lieben, und gerade die Kamera mal wieder am Arsch. Schade, schade, schade. Und als ich gerade gecuttet hatte und als ich gerade gecuttet habe, hat mal wieder funktioniert. Ach egal. So. Hallo, ihr Lieben. Ja. Also ich finde es wirklich gut, wie ich gerade hier aufnehme. Es macht mir auch gerade viel Spaß hier und jetzt schon wieder die Scheiße am Arsch. Aber jetzt geht's wieder. Ne, jetzt wieder aus. Jetzt geht's wieder. Also manchmal ist es aus, manchmal ist die auch wieder an. Komisch. Manchmal lädt die Batterie, manchmal lädt sie aber auch nicht. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Okay. Wir sind ja auch beim letzten Mal auch hier stehen geblieben bei dieser Sache. Ihr wisst das ja bestimmt noch. Ihr wisst das bestimmt noch, wir sind nämlich hier beim letzten Mal stehen geblieben. Und haben beim letzten Mal diesen Berserker besiegt, bei diesen bestimmten Raum hier. Ich glaube, da haben wir ihn besiegt, genau. Bei diesem Raum haben wir ihn besiegt. Und jetzt machen wir selbstverständlich auch hier weiter, weil ich mich auch wirklich sehr freue hier, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, wir können uns ja schon mal ausrüsten fürs nächste Mal. Heute leider nicht mehr. Heute schaffen wir es leider nicht mehr, einen nächsten Kampf zu machen. Einen neuen oder auch einen nächsten Kampf zu machen. Tut mir wirklich leid, aber ich halt leider manchmal so. Okay. So.
Kriegsschrei ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, für mich ist es auf jeden Fall gut. Und letzter Angriff ist auch gut. Und Schlachtruf ist was ganz Neues für uns. Schlachtruf erkläre ich euch übrigens beim nächsten Mal, was es genau ist. Und das wird sicherlich auch cool. Ja, ihr Lieben, ich danke euch auf jeden Fall fürs dabei sein. Ich hatte auf jeden Fall einen coolen Part heute mit euch zusammen. Mit euch zusammen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye 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 bye. Mario Party Love. Nein, bei Mario Love. Nee, bei Mario Love Zelda Party Gaming. Team K. Genau, so heißt mein Kanal ab. Letzte Woche oder so. Ab letzte Woche. Genau. Okay. Ich mache Spaß. Beim letzten Mal sind wir nämlich beim Story, Story, Story beim letzten Mal. Beim Story, Story, Story sind wir beim letzten Mal aufgeblieben. Und das werden wir beim nächsten Mal auch fortführen. Heute haben wir halt nur ein bisschen da und da uns da und da aufgehalten. Egal. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pose Quiz 2. Ich danke euch fürs Zuschauen. Da 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 da. Bis zum nächsten Mal. Alles zu Spaß, ihr Lieben. Tschüss, Gott sei Dank.